Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Orth. Und für die Piratenfraktion spricht nun Herr Schatz. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und zu Hause. Es wurde bisher viel auf der Metaebene diskutiert oder debattiert. Ich möchte mal ein bisschen auf das Praktische zurückkommen. Wie immer bei einer großen Anfrage gibt es eigentlich viele Punkte, auf die man eingehen müsste. Zu wenig Redezeit. Die ersten 22 Seiten, in denen ja fast ausschließlich die polizeiliche Kriminalstatistik zusammengefasst wird, spare ich mir deshalb einfach mal. Das hat keinen großen Neuigkeitswert. Interessant wird es dann auf Seite 23. Schaut man sich mal die Zahlen dort an, stellt man fest, dass die Gesamtpersonalstärke der Polizei seit 1990 weitestgehend stabil geblieben ist. Anhand dieser Zahlen könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Sicherheit in NRW schon seit über 20 Jahren immer demselben Stellenwert beigemessen wird. Faktisch ist dies aber selbstverständlich nicht so, denn die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Zum einen sind die Fallzahlen in der PKS seit 1990 gestiegen. Kurz, es gibt mehr Kriminalität, welche Gründe das auch immer haben mag, was natürlich mehr Arbeitsaufwand und somit eigentlich auch Personal erfordert. Zum anderen kommen noch interne Faktoren hinzu. Ich möchte da mal ein kurzes Beispiel nennen. Es dürfte bekannt sein, dass es seit nunmehr vielen Jahren vermehrt auch Frauen bei der Polizei gibt. Das ist völlig richtig so. Aber trotz fortschreitender Wissenschaft bekommen auch heutzutage meistens noch die Frauen die Kinder. Und trotz eines glücklicherweise fortschreitenden gesellschaftlichen Wandels kümmern sich auch heute noch meistens die Frauen um die Kindererziehung. Das ist beides grundsätzlich kein Problem, das möchte ich ganz klarstellen. Ja, das ist ja auch kein Problem, das möchte ich klarstellen. Das Problem ist nur, wenn es die Männer auch noch machen, dann kommt da noch was hinzu. Das Problem ist nur, das muss man dann bei der Personalplanung auch entsprechend berücksichtigen. Beides wird jedoch, wie die Antwortzeit seit Jahrzehnten, einfach ignoriert, mit der Konsequenz, dass die Personalstärke faktisch zurückgegangen ist. Das ist natürlich auch nicht das einzige Problem. Hinzu kommen noch weitere Faktoren, wie zum Beispiel die Überalterung der Polizei und die damit einhergehenden Umstände, wie zum Beispiel erhöhte Krankenstände. Denn um zu erkennen, dass alte Menschen einfach häufiger krank werden, dafür muss man auch kein Genie sein. Das führt in logischer Konsequenz natürlich zum nächsten Problem, das in der Anfrage ebenfalls aufgegriffen wurde. Allerdings, liebe CDU, schon in der Fragestellung leider mit dem falschen Problembewusstsein. Nämlich die Frage nach dem richtigen Schichtmodell für den Wach- und Wechseldienst. Ich muss der Landesregierung insoweit recht geben, dass die Behörden zumindest grundsätzlich tatsächlich in der Lage sind, die Einsatzstärken an der jeweiligen Einsatzbelastung zu orientieren. Wo ich der Landesregierung aber vehement widersprechen muss, ist, wenn sie sagt, dass die Behörden deshalb in den einsatzstarken Zeiten auch tatsächlich über ausreichend Personal verfügen. Das ist nicht so. Dabei ist die Frage, welches Schichtsystem dieses Problem am besten löst, nicht einmal die wichtigste, sondern vermutlich eher eine Glaubensfrage. Jedes Modell hat dabei seine Vor- und Nachteile. Die entscheidende Frage ist eher, wie schaffen wir es, dass die Sollzahl überhaupt in ausreichender Höhe angesetzt werden können? Es hört sich immer toll an, wenn eine Dienstgruppe theoretisch ausreichend besetzt ist, davon aber ein Großteil dauerhaft oder zumindest langzeitig eigentlich nur auf dem Papier existiert, weil die Beamten wegen der eben dargelegten Gründe ausfallen. Und da kommen ja noch so Dinge wie zum Beispiel Fortbildungsmaßnahmen und so weiter hinzu. Somit sind viele Behörden gezwungen, die eigentlich benötigten Sollzahlen schon von vornherein nach unten zu korrigieren, weil die Dienstgruppen diese Stärken sonst gar nicht aufbringen könnten. Natürlich kommen die normalen regelmäßigen Ausfälle wie Urlaub oder auch die zwei normalen Tage frei in der Woche noch obendrauf. Gerade in der Haupturlaubszeit führt das dann dazu, dass die Dienstgruppen nicht selten auf dem Zahnfleisch kriechen. Und wenn dann noch so unplanbare Dinge wie kurzfristige Erkrankungen dazukommen, was ja auch passiert, dann fallen die Dienstgruppen nicht selten unter dem Soll. Das ist die Konsequenz der derzeitigen Personalpolitik. Und da ist es schlicht egal, welches Modell die Behörde hat. Das Problem ist im Grunde bei allen dasselbe. Minister Jäger hat bereits deutlich gemacht, dass es keine Aufstockung des Personals geben wird. Deshalb wird in der Frage des Personals häufig der Begriff Aufgabenkritik benutzt. Interessant ist dabei übrigens, dass die Begleitung von Schwertransporten immer als das Beispiel für Aufgabenkritik genannt wird. Wie Sie aber hier in der Antwort sehen können, stellt dies gerade mal mit 47 Stellenäquivalenten mithin sicherlich den geringsten Teil des Einsparpotenzials dar. Sicherlich nicht unwichtig, aber es ist auch nicht das Beispiel. Neben vielen anderen Einsatzbereichen, die sicherlich einer Aufgabenkritik unterzogen werden sollten, möchte ich mein Augenmerk auf einen Bereich legen, der auch in dieser Anfrage einen nicht unerheblichen Teil einnimmt, nämlich die Betäubungsmitteldelikte. Mit insgesamt 465 Planstellen im Jahr 2012 nimmt allein dieser Bereich ca. 6% der gesamten Personalressourcen im Bereich der Kriminalpolizei ein. Also mehr als ein Zwanzigstel nur für diesen Bereich. Den absoluten Großteil davon wiederum macht Cannabis aus. Steht alles in dieser Antwort. Und da ist das Personal, das im Wach- und Wechseldienst dadurch gebunden wird, noch gar nicht mit eingerechnet. Umso erstaunter war ich, als ich lesen musste, dass die CDU für die nächste Innenausschusssitzung einen Besprechungspunkt beantragt hat,
um wieder mal den Münsteraner Polizeipräsidenten zu diskreditieren, nur weil er völlig zu Recht ein Umdenken im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität und eine Freigabe von Cannabis fordert. Diese Forderung ist völlig legitim und entspricht nun einmal aktuellen Erkenntnissen. Ich kann Ihnen sagen, auf die nächste Innenausschusssitzung freue ich mich jetzt schon. Mit diesen 465 Stellen könnten wir übrigens das Personal im Bereich der Einbruchskriminalität, wo wir ja zu Recht immer drauf rumhacken, nahezu verdoppeln. Ja, nur mal so am Rande. Das wiederum, und auch das ist eine Erkenntnis dieser Antwort, und damit komme ich zum Schluss, würde allerdings vermutlich nicht, wie allgemein angenommen, zwangsläufig zu einer höheren Aufklärungsrate führen. Wenn Sie sich mal auf Seite 25 die Tabelle anschauen, werden Sie feststellen, dass es zumindest bezogen auf die Gesamtkriminalität keine direkte Korrelation zwischen Personalstärke und Aufklärungsquote zu geben scheint. Sie sehen, diese große Anfrage liefert viele wichtige Zahlen, aber keine Lösungen. Es gibt noch eine Menge zu tun. Ich hoffe, die Landesregierung ist der Aufgabe gewachsen. Zurzeit sehe ich das nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schatz. Und nun spricht